Boah, guckt euch den Leichenhaufen an. Alter. Ist das gestört. Yusuf? Alter, geil. Na los, Yusuf, baller. Boah. Kumpel, ich liebe dich. Yusuf, ich glaube, ich bin wirklich in dich verliebt, ey. Achso, der hebt noch nicht mal ab, okay. Gut, da haben wir nochmal Glück gehabt. Aber jetzt! Aber jetzt! Aber jetzt! Komm, 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 komm! Rocco hat uns im letzten Part noch einmal angerufen und uns gesagt, dass wir uns mit ihm treffen sollen. Und das klingt doch ganz stark nach Finale. Und was heißt Finale bei Bechix? Natürlich mit Facecam und damit willkommen zu einer weiteren Folge von GTA The Ballad of Gay Tony. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute zum großen Finale von GTA The Ballad of Gay Tony. Ich freue mich wirklich extrem, wenn ihr euch auch freut. Natürlich gebt doch gleich mal ein Like auf das Video, würde mich sehr freuen. Und Yusuf hat mich nach der letzten Folge noch einmal angerufen und hat gesagt, yo, du hast mir so krass geholfen. Ich schenke dir einfach mal meine Karre, die uns auch gerade auf der Minimap angezeigt wird. So sieht sie aus, die Karre. Einfach nur ein wahnsinnig geiles Stück. Und er hat noch was da drin versteckt. Na gut, dann setzen wir uns heute mal rein. Yusuf Super Drop Diamond steht dir jetzt bei Bedarf bei seinem Apartment zur Verfügung. Und wir haben die goldene Uzi von ihm erhalten. Oh Gott, nicht auf die Cops zielen. Bist du wahnsinnig, Luis? Ja, so sieht sie aus. Echt ein extrem geiles Teil und ich denke mal, das brauchen wir jetzt auch zum Finale. Ich würde einfach mal sagen, mit dem guten Stück fahren wir jetzt mal direkt zu Rocco. Im Park, also noch nicht mal so ein krass weiter Weg. Ja, und ich dachte jetzt eigentlich schon, bei ihm machen wir die Abschlussmission. Dem ist aber nicht so, denn wir haben danach noch eine. Aber erstmal Yusuf, was will er denn? Ja, da gefällt mir. Da gefällt mir aber sowas von. The gun? Fuck me, bro. Solid gold. All is the best for you, Luis. It makes a statement, doesn't it? Shit, it sure does. Thanks a lot, Yusuf. We are brothers. It is nothing. I'm going to see more myself. See you soon, my friend. Ja, Yusuf ist wirklich ein einfaches Goldstück. Also das ist wirklich so ein cooler Dude. Also ich meine, die Karre hätte mir schon gereicht, aber warum auch nicht? Die Uzi nehme ich auch gern. Ist ein echt tolles Teil. Ja, und stellt euch also mal drauf ein, dass die Folge heute länger geht, denn wir machen natürlich auch noch die Credits, beziehungsweise seht ihr und hört ihr da meine Meinung zu dem Game. Aber jetzt erstmal zu Rocco in der Mission Party's Over. Viel Spaß. That's what I told him. That shit would never have happened back in the day. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? That's very funny. You know, Mr. Ancelotti still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you in the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony, you get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser hanging out with children living a fantasy life. I ain't killing Tony, but I may be about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch, you fucking spick. Fahr zur Messenette 9, oh Mann. Entweder Tony oder wir. Shit, ich hab doch wirklich im letzten Part geahnt, dass Tony sterben wird. Aber gut, vielleicht auch nicht.
aber irgendwie deutet alles darauf hin. Ja toll, wo ist jetzt mein goldener Wagen? Wollt ihr mich rollen? Klasse. Gut, ich könnte jetzt einfach mal zurücklaufen, aber das mache ich jetzt nicht. Die einfachste Variante wäre ja, mir ein Taxi zu grabben. Aber ich weiß nicht, ob die uns zum Zielpunkt bringen. Warte mal, ich probiere es mal. Bringt er mich dorthin? Das wäre natürlich jetzt ultra geil. Ja, tatsächlich Zielort. Ja, einfach mal ein bisschen Weg, ne? Erspart. Weil ich denke mal, wir werden, egal mit was für einem Auto wir herkommen, das eh nicht behalten. So, und nun gehen wir mal rein in den Messi Net 9. Oh Mann. Hoffentlich wird Tony jetzt nicht abgeballert. Geh in den Club und such Tony. Ja, wo könnte der dann sein? Bestimmt im VIP-Bereich. Und die Musik ist aus. Mann, ich wollte doch jetzt noch einen schönen Dance hinlegen. Mann. Toll. Oh, und hier ist er schon. Oh, shit. Thank God you got here, Luis. These fucking guys. I talk to them. Tell them we can figure it out. It ain't that simple, Tom. Sure it is. We got money coming. We can expand, refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell him. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got it. You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Mach keinen Scheiß, Luis. Mach keinen Scheiß. Sorry. I'm sorry, man. After all we've been through, Lou! I'm sorry, D. You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man. We don't got time for this gay shit. Fucking pop them already. Mach keinen Scheiß, Mann. Ja. Also, was heißt ja? You fucking moron. Aber hey, I had second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. The Russians, fucking everyone, they're coming after you. The old man, you're fucking dead. The both of you, they're coming any second and they're expecting corpses. We better not disappoint then. Ah, keep your head, Lou. He's a maid guy. Fuck him. All right, get out of here, Rocco. This is for the old man and that's it. You're a dead man, Taco. Get out of my club, you fucking mook. You sure that was smart? You sure not shooting me was smart? I don't think so. All right. If we're gonna operate, we're gonna need some goodwill here. What now? I don't know. Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? Ach du Scheiße, haben wir jetzt erledige Bulgarians Männer. Oh shit. Ja. Oh Leute, das wird eine ordentliche Ballerei. Im Messinet. Alter, wie viele von diesen Scharken kommen denn noch hier? Ja, einfach draufballern, einfach draufballern. Ey, wenn das nicht in der Zeitung steht, dann weiß ich auch nicht. Boah, WTF? Ja toll, jetzt musst du auch noch nachladen. Lad nach, Mann. Alter. Ist das gestört. Boah, guckt euch den Leichenhaufen an. Ja, das ist aber auch eine verfluchte Armee. Shit, lad nach, lad nach. Lad nach. Verdammt. Ich glaube, jetzt kommen die nach oben. Boah, shit, ich bin gleich down. Verdammt. Ja, der steht hinter mir. What's happening? You're fucking kidding me. Get out of here. Alter, ist jetzt vorbei? Nee. Ich glaube aber jetzt. Scheiße, jetzt kommen noch mehr oder was?
Ey, ich brauch irgendwie Rüstung oder irgendwas. Kann ich irgendwo hin? Erstmal die goldene Uzi nehmen. Ich hoffe mal, die ist gut. Und vor allem erstmal Munition aufnehmen. Boah, shit. Ich komme noch nicht mal über die Leichen drüber, so hoch ist der Berg. Boah, jetzt muss ich aber erstmal gucken hier. Shit, wir haben kein Life. Okay, da ist Tony. Gibt's hier irgendwo? Oh, geil. Oh, yeah. Please get out there. Wäre auf der Toilette noch irgendwas zu holen? I can't go out there. Get rid of that. Hä? Ist hier noch einer drin, der kotzt oder was? Na gut. Den schafft die Putzfee schon raus. Okay, wie bewaffnen wir uns jetzt? Ich denke mal gleich mal mit der Bazooka, oder? So, das geht aber jetzt mal ganz fix. Jawohl. Und adieu. Oh shit. Ja, schon die Schutzweste verloren. Kommt raus. Bam. Okay, ich denke mal, wir haben genug Chaos angerichtet, nein. Okay, oh Gott. Kill me, Lou. You wanted to fucking kill me. Tony, man, what the fuck? We got through it. We beat them. Who'd we beat? A couple of goons? The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. It's been nice knowing you. Don't be stupid, T. T, please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. Okay, ist Tony jetzt wirklich abgehauen? Hm. Auf jeden Fall haben wir erstmal die Mission bestanden und ein cooles Motorrad. Boah, shit, ey. Aber auf jeden Fall, bevor ich die nächste Mission starte, brauche ich nochmal eine kleine Auffrischung im Ammunition. Gab es da nicht auch irgendwo einen Hotdog-Stand oder sowas? Na gut, keine Ahnung. Also wir fahren jetzt erstmal hier noch zum Ammunition schnell. Wenn wieder mal Louis einsteigen würde. Jawohl. Munition habe ich eigentlich noch genug. Ach, es ist sogar schon eine Mission bei T verfügbar. Okay. Also können wir ohne Anruf gleich dorthin. Ach, was will ich denn jetzt beim Versteck? Mann. Zu den Waffen will ich natürlich. Und eigentlich nochmal zu einem Hotdog-Stand. Da gibt's aber auch nichts. Hm. Ich meine, gut, vielleicht schaffen wir die finale Mission auch so. Aber Schutzweste ist erstmal. Das ist erstmal ganz wichtig. So, gib mir mal ein Taxi hier, Jungs. Hier drüben kommt eins. Ich suche noch nach einem Hotdog-Stand, aber nein. Da werden wir wohl kein Glück hier mehr haben. Also ab zu T, würde ich mal sagen. In der Abschlussmission von GTA The Ballad of Gay Tony. Boah, Mann, bin ich aufgeregt. Ich gucke ja nochmal hier vor, schnell. Wieso gibt's ja keinen Hotdog-Stand, ey? Das ist so eine geile Passage. Klasse. Na gut, wir probieren's, Leute. In der Mission Departure Time. Oh yeah. Ja, und der will abhauen. Er packt schon die Koffer, der Tony. Hey. Fuck off, Luis. Ay, Dios mío, have we been through this already? Been through the fact that you wanted to kill me? Been through the fact that you're far from alone in that desire? This is over. It's over. I just want to go someplace far away from here and quietly wait to die. I lived it hard, and now I'm ready to end it. Oh, shut up, you hysterical fucking queen. Get a grip, bro. Oh, yes. Silly me. Silly fucking me. The Russian mob want me dead. My best friend just contemplated murdering me. The mob are on my case. I'm massively in debt. And I just lost $2 million worth of diamonds. Any other man would just dust himself off and carry on. Look, okay, I'm sorry I thought about killing you. I really am. But if you keep up with the bullshit, I might have to kill you for real. Fuck off, Luis. No, you fuck off, Tony. I didn't kill you. I wanted to. Why? Because you've become a useless junkie fuck. That's why. But I didn't. And now, it's you and me against the world. Okay? And if your brains ain't working right, then I'll make the decision for us. Okay? It's Bulgari or us. Or you can shoot us both and make his life easy for him.
Look, you're kind of clever, aren't you? I only hired you because I thought you were dumb. Yeah, thank you very much. You're welcome very much. Are you coming now? Yes, I'm coming now. Well, let's go, come on. Ja, und ab geht's. Begib dich zur Crockett Avenue. Oh Mann. Im Funland wird es enden. Ist natürlich auch ein geiler Ort für ein Finale, finde ich. Oh, und Tony hat richtig Bock. Ich kann wieder meines fahren. I don't want you getting yourself killed. Then you're gonna have to punch me out again, Lou. Don't make me, man. You know you're just gonna slow me down, bro, and kill us both. I want at least one of us to survive. Lou? Look, D, don't go home. Don't go to the clubs. Don't go nowhere anyone might conceivably think to look for you. There aren't many places like that left in the city, I'm afraid. Come on. Ja, dann musst du raus aus der Stadt. I would expect. I have no fucking clue. Dukes? I ran away from there when I was a kid. We're blind, I never go back. Apart from to catch a plane. Okay, cool. Hit up, like, that Monoglobe Monument thing in Meadows Park. Hang out for a few hours. If I survive this shit, I'll find you. If I don't show, then I'm gone. Move to Brazil. Move somewhere. Don't ever look back, T. I thought I was the annoying drama queen in this pairing. I'm serious, T. This is my last testament. Yo, send some money to my mom sometimes. Tell her I love her. Okay, Lou, shit. You'll be fine. Shit. No one in this whole crazy town is crazy enough to take no, you da wär's down. Mir nicht so sicher. Da wär's mir wirklich, also da wär's mir wirklich nicht so sicher. Aber gut, wir werden's gleich sehen, wer mich alles umlegen will. Oh Mann. Was für ein geiler Ort für ein Finale, ey, wirklich. Ich versuch's. Begib dich ins Funland. Oh Mann, Leute, jetzt wird's hart. Tell people Timor and Mr. Ray have serious package now. We own H-Trade in Liberty. Vernichte das Heroin. Ja, nichts leichter als das. Also, Raketenwerfer raus. Geil. Direkt mal gut gestartet. Ey, ich nehme jetzt mal die goldene Uzi. Ich will jetzt mal sehen, wie das Teil abgeht. So, Leute. Wo seid ihr alle? Ah, hier drüben. Okay, ja. Ja, ich kann jetzt eigentlich nochmal mit einem Raketenwerfer ballern, oder? Shit! Ja, toll. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt. Dann nehmen wir doch nochmal die Uzi. Oh, die geht aber echt geil ab. So, Leute. Luis ist am Start. Und ciao! Oh, geil! Da geht auf einmal das Ding an. Aber ich glaube, bei diesen wenigen Personen hier wird es nicht bleiben irgendwie. Das sind mir zu wenig Feinde. Oh, shit. Oh, ja, hier oben. Und das ist richtig geil, wie hier jede Attraktion irgendwie angeht durch die Schießerei. Geil. So, warte mal, wir nehmen hier nochmal die Uzi wieder. Weil ich will bei der großen MG nicht so viel Munition verschwenden. Oh, hier drüben ist noch ein Live-Kit. Brauche ich das? Soll ich das nehmen? Ich nehme es einfach. Komm. Ein bisschen Angst, dass wir hier nicht wieder herkommen. So, dann ballern wir mal noch den letzten ab. Das ist aber auch mein letzter Raketenwerfer. Shit.
Oh, 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 jetzt kommen sie von allen Seiten wahrscheinlich, ne? Ja. Boah, die Uzi ist aber auch damage-stark. Also, die macht ja fast einen One-Kill, also einen One-Hit. Oh, los, komm raus, komm raus. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Aber wo ist Ray? Vernichte die restliche Heroinlieferung. Okay, komm jetzt noch. Oh, 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 shit, 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 shit. Komm, lad nach. Versteckt er sich hinter so einem Spielzeug, ey. Wo seid ihr denn? Oh Mann! Bam! Okay, 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 versteck dich, versteck dich! Ja, okay, das ist kein besonders gutes Versteck. Okay, was nehmen wir denn mal für eine Knarre? Wir haben hier wieder jede Menge Schuss. Vielleicht nehme ich auch die einfach mal. Ah, hier. Bam. Kranker Shit. No wasting time. This ends now. Mann, ich brauch mal noch irgendwie ein Fass hier oder sowas. Wie soll ich denn den jetzt ausschalten? Ich hab ja halt nichts mehr zum Explodieren. Ja, dann nehme ich halt das Teil hier. Einen schönen Molotow. Mit der Hoffnung, das Teil brennt. Und? Und bringt jetzt irgendwie... Doch, es bringt was! Weg hier, weg hier, weg hier! Nice! Oh, das war's für die Heroinlieferung. Fuck you! You think he will forget about you? You and all your friends are dead! Yeah, that ain't happening, Timmy! Ja, Timo, ich glaub, du wirst jetzt dran glauben. Erledige Timo und fahr innerhalb von 2 Stunden zum Flughafen. Ja, hallo? Luis, oh, Idiot. Wo ist der Spaß? Wo ist der Spaß? Komm, hinter ihm her. Jawoll! Ah, Timo, das war's für dich. Steig auf das Bike. What? Welches Bike? Okay, hier vorne steht's. Ey, innerhalb von 2 Stunden müssen wir dort sein, Leute. Ray will fliehen. Das müssen wir verhindern. Los, 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 los. Come on. Habe ich überhaupt alles nachgeladen? Ja. Zur Sicherheit nur nochmal. Oh, geiles Motorrad. Ja, ich will aber einen Helm haben. Telefoniert erstmal. She's really coming apart. What do you need? Let me help you out. There ain't nothing you can do, Yusuf. If this crazy Russian fuck manages to leave the country, it's over for me and Tom. I gotta get down the Dursk Expressway without any number of Russian assassins taking me down. Or we're done. Why am I even saying this? Wish me luck, bro. Ach so, wir könnten ja theoretisch sein Panzer, aber gut, was bringt man das? Ich muss zum Flughafen, da brauche ich was Schnelles und kann nicht mit der lahmen Ente da irgendwie rumgurken. Shit, auch noch ein Motorradpart, ey. Ich hab's wirklich geahnt. Ey, wenn ich jetzt noch einen großen Unfall baue, das war wieder mal mega gestört. Ah, Mann. Aber wir haben halt auch keinen Timer, das heißt, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob ich es überhaupt schaffen kann. Oder nicht? Au, aber wir müssen zum Glück nicht so lange fahren. Puh, 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 puh. Okay. Yusuf?
Alter, geil. Oh, mega. Folge Yusuf zum Flughafen. Boah, geil, der hält mir wohl jetzt die Schergen vom Hals. Na los, Yusuf, baller! Boah. Kumpel, ich liebe dich. Yusuf, ich glaube, ich bin wirklich in dich verliebt, ey. Ja, baller den ab! Nice! Aber ich hoffe mal, der ballert nicht doch auf mich. Aber Yusuf, das ist wirklich ein Kollege. Also bei ihm hat es sich ja echt gelohnt, die ganzen Fahrzeuge zu grabben. Geiler Typ. Einfach nur geiler Typ. Und adieu. Wirklich, ey. Ein kurzer Anruf und der sammelt seinen Bussard. Marisch, many thanks, vielen, vielen Dank dir. Und jetzt geht's Ray an dem Kragen. Oh ja, verfolge den Blue Gavard Chat. Oh shit, da hebt doch gleich ab. Come on. Schneller, Luis, schnell. Beeil dich. Boah, wie schnell ist das Scheißteil? Achso, der hebt noch nicht mal ab, okay. Gut, da haben wir nochmal Glück gehabt. Aber jetzt, komm. Alter, fahr doch mal hin. Oh. Ja, los. Jawohl. Ey, sind wir jetzt im Chat? Wie in GTA San Andreas, das ist ja cool. Das ist ja verdammt cool. Ey, wirklich jetzt? Schalte Bulgarins Männer aus. Mit Vergnügen. Warte mal, ich nehme mal ja die MG. So, Leute, so geht das. Oh, und jetzt kommt Ray. Ah, ja. Erledige Bulgarin. Wenn du mit einer Pistole ausgerüstet bist und die Zielanzeige rot aufleuchtest, kannst du bestimmte Charaktere gezielt ausschalten. Ja, dann nehmen wir doch meine schöne Diegel. Ja, und jetzt muss ich ihn treffen, wenn die Anzeige nicht leuchtet oder wenn sie leuchtet. Shit! Was mache ich jetzt? Nein! Bist du gestört? Mach, dass du rauskommst, Mann, du Idiot! Oh, geil! Wo ist das Flugzeug? Achso, das fliegt ja einfach. Das ist weg. Begib dich zum Duke's Monoclobe. Was läuft hier für eine Hintergrundmusik? Hat er jetzt noch ein Radio hier angesteckt in der Luft? Oh Mann. Aber was für eine coole Mission, oder Leute? Also die habe ich jetzt echt gefeiert. Wobei ich vielleicht noch ein bisschen von Ray erwartet hätte, ein bisschen mehr. Aber das war schon echt cool. Also vor allem der Flugzeugpart jetzt, das war nochmal ein richtiges Special. Ja, wo sollen wir denn überhaupt hin? Zum Duke's Monument. Boah, shit! Ach, das meint er! Ja, gut, dann hole ich mir einen Wagen. Das hätte ich jetzt eh nicht geschafft. Aber das braucht man wahrscheinlich für den 100% Fortschritt der Mission, dass man dort landet. Ah, wir fahren aber ganz elegant mit der Stretch-Limo hin. So machen wir das jetzt auf jeden Fall. So, gib mal deine heiße Kache her. Oh yeah!
Geile Karre. Ja, Ende gut, alles gut, würde ich mal sagen. Wir werden uns jetzt mit ziemlicher Sicherheit mit Tony treffen. Oder sehen wir vielleicht sogar nochmal Rocco jetzt wieder. Kann auch sein, dass wir jetzt nochmal Rocco abballern müssen. Aber ich glaube eher nicht. Oh, oh, shit. Na toll, ein Lichteffekt. Egal, egal. Der Auftritt ist das, was zählt. Ja, und dass Tony weiß, dass wir nicht fahren können, ist auch klar. Oder ich, besser gesagt. Boah, hätte ich jetzt echt die ganze Stelle oder Passage fliegen müssen mit dem Fallschirm? Okay. Ja gut, wir haben da auch gleich oben geöffnet. Aber egal. Ich stehe halt auf einem starken Auftritt. Ach, und hier hinten ist es schon. Kann ich auch abkürzen? Ja, ne? So, wo müssen wir denn hin? Na, Moment, dorthin. Okay, na, da bin ich jetzt mal gespannt, was uns noch erwartet. Oh shit. Shit. Sorry, Pops. Oh, come on, get up. Get up. You okay? Yeah, thanks. Take care of yourself, okay? Stay away from idiots like me. Fuck you. Nein! Die Diamanten! Ey, ist nicht der Ernst. Aber gut, vielleicht gönne ich es ihm auch. You always have to make a scene, don't you? Yeah, I know, it's a real problem with me, you know? I wish I was more like you. Subtle, shy, retiring. Boy. I used to play around here when I was a kid. Dreaming of the world. Wondering what it's like at that place over there or that little island over there. You ever go that deep? Nah, went to Algonquin instead, waiting for the world to come to me. You did it, man. You did it. You saved my life. You saved the business. You fucking did it. Hey, man, I did what I could, bro. I'm proud of you, man. Thank you. But I don't want you to get a big head. I don't want you to go change, become a megastar, go to Vinewood, write a blog. Oh. You're a pill-popping old queen, man. I'm a murdering maniac. But we survived, bro. We survived. We did more than survive, amigo. We prospered. We took on this town and we won. We took on this place and we gave it the fucking finger. Fuck you all! I don't care what people say. Tony Prince and Luis Lopez could not be stopped. Huh? Oh, jeez, who's this? What's up, my nigga? Oh, geil, Yusuf nochmal. Hey, man. You fucking made it. Man, that was some serious gangster shit. Shoot, shoot, shoot him up. I said shoot, shoot, shoot him up. Yo, T, give me a hug, give me a hug. Not too close, though. I don't want to give my father the wrong impression. Ah, Luis, I love you, man. I love you. I love you, too. I love everyone. Come on, let's get out of here. Oh, by the way, I think my father may be into franchising clubs. I know, franchise is not the way to go. The club is all about the people. Fuck the people. Fuck them all. Whip out your dick and piss all over them. You're gonna go a long way in hospitality, my friend. The Ballad of Gay Tony abgeschlossen. Schön, dass du jetzt die Mission lädst. Ja, Leute, das war's mit GTA The Ballad of Gay Tony. Fand ich nochmal eine richtig schöne Endsequenz gerade mit Yusuf und Tony. Und man muss schon sagen, Tony ist wirklich auch ein klasse Charakter.
Am Anfang habe ich zwar nicht viel von ihm gehalten, aber ja, jetzt gegen Ende halt, ne, war er schon wirklich ein cooler Partner. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass Luis ihn nicht abgeknallt hat. Und ja, Ende gut, alles gut, würde ich mal sagen. Ich weiß halt nicht, ob sie jetzt weggehen oder dort bleiben. Ob sie in Liberty City bleiben. Keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben vielleicht, was mit Luis und Tony passiert ist anschließend. Oder ob sie halt wirklich mit den Clubs weitergemacht haben, beziehungsweise im Messinet 9. Ja, und dort vielleicht ein Franchise gemacht haben, zusammen mit Yusuf, der die Clubs nach und nach weiter ins Land rausgebracht hat damit. Und was soll ich sagen? GTA The Ballad of Gay Tony hat schon viel, viel Neues an den Start gebracht. Also ich war schon echt überwältigt am Anfang, was es so alles Neues gab, abgesehen von der Hauptstory. Und erinnert euch, das war jetzt im letzten Part hier die Mission, als wir den Waggon geklaut haben. War eine Mega-Mission. Also unbedingt nochmal reinschalten, falls ihr diese nicht angeguckt habt. Das war so geil. Allgemein, wo wir jetzt gleich mal beim Thema Mission sind, so kann ich doch mal starten. Ich finde, bei den Missionen, also gerade bei den Missionen, hat man echt gesehen, dass ja The Ballad of Gay Tony nochmal etwas später kam und die Entwickler ja hier mehr reingebracht haben. In GTA 4 fand ich es manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es war so eintönig, die Mission. Und hier kam so viel Action rein, so viele neue Sachen. Gerade mit den Helikoptern, mit dem Busser zum Beispiel, der, oder also mit der Yacht oder mit dem Boot, das man abknallen musste, hier mit dem Waggon und sowas. Das gab's halt alles im normalen GTA nicht. Man hat hier die Haftbomben eingeführt, wo man auch eine richtig geile Mission hatte. Allgemein die ganzen neuen Waffen, die eingeführt wurden, waren einfach nur ein absoluter Traum. Also das halt im Hauptgame wirklich, wirklich gefehlt, meiner Meinung nach. Und man hat natürlich auch weitere Autos eingefügt und auch weitere Nebenmissionen. Und apropos Nebenmissionen, ich glaube, hier ist sie sogar, die ich gerade ansprechen wollte. Das ist so der Cagefight, oder? Ja, ist er auch. Ja, der Cagefight war äußerst hart. Ich meine, zumindest wenn man die 100% wie ich jetzt machen will. Was es als Belohnung gibt, das klären wir natürlich gleich jetzt nach den Credits. Aber die war schon echt hart, muss ich sagen. Also da bin ich fast dran verzweifelt. Beziehungsweise mein Wutausbruch am Ende dann. Ach, und hier ist Brucey und Maury. Okay, die zwei fighten halt bis zum Schluss. Auch cool. Ja, also die war echt hart. Aber fand ich eine wirklich geile Nebenmission, genauso wie ich die anderen auch im Club fand. Ich fand's cool, dass man halt auch aus den Clubs was gemacht hat. Zum Beispiel mit den Club-Management-Missionen, die wirklich sehr, sehr cool aufgebaut waren. Und dann natürlich auch mit dem Bust-Up, beziehungsweise dem Tanzen allgemein. Das fand ich schon echt cool. Und vor allem hat man ja so eine geile Musik. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe teilweise von, ja, den Songs hier in The Ballad of Gay Tony habe ich teilweise, ich glaube so 3-4 Stück im Auto immer mal wieder laufen. Also hier auf Spotify habe ich mir die extra geholt, weil ich finde die mega geil, diese Clubmusik. Und ja, was sie da mal damit gemacht hatten, hier jetzt in den Clubs, echt cool. Also die Nebenmissionen hier in The Ballad of Gay Tony wirklich grandios. Was soll ich sagen? Allgemein wirklich ein sehr, sehr geiles DLC oder Add-on, was ja zwar zeitgleich mit der Hauptstory und mit The Lost and Damned spielt, aber man soll wohl irgendwie The Lost and Damned eigentlich zuerst spielen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe halt The Ballad of Gay Tony zuerst gespielt, weil mich halt einfach auf das Setting mehr angesprochen hat. Ihr wisst ja, dass ich nicht so gerne Motorrad fahre und ja, deswegen gruselt es mich ehrlich gesagt schon ein bisschen vor The Lost and Damned. Aber gut, da muss man durch, und wenn das wirklich genauso geil wird wie hier The Ballad of Gay Tony, dann, ja, dann freut es mich. Und bei The Lost and Damned kann man natürlich auch viel durch diesen Motorrad-Club-Ding machen als Nebenmission. Also bin ich echt gespannt, was mich erwartet. Und wenn es wirklich genauso geil wird. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht, dass man mehr hätte mit Immobilien machen können. Weil Luis hat ja immer nur eine Wohnung gehabt. Also man hätte da schon noch ein bisschen was einfügen können, aber mich hat das jetzt auch nicht
ehrlich gesagt zu krass gestört. Von der Spiellänge her, ich habe jetzt, ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie lange ich gebraucht habe. Auf jeden Fall ist es ja nur ein Bruchteil von GTA 4. Das seht ihr jetzt auch schon bei den Parts. Wir haben jetzt, glaube ich, Part 24 oder 25. Und bei GTA 4 hatte ich ja 64 oder 65 Folgen. Also ich finde es von der Länge her wirklich sehr, sehr angenehm. Auch was die 100% Guides betraf. Das hat mir absolut gefallen, hat auch ausgereicht. Und Lost and Damned wird, glaube ich, sogar noch ein Stückchen kürzer gehen. Also da haben wir jetzt hier schon das längste DLC gezockt. Also von der Spiellänge her eigentlich ganz cool. Vor allem, das ist ja eigentlich das Traurige, was ich finde im Vergleich zu GTA 5, wo es wirklich gar keinen Add-on oder DLC gab. Und wenn man das ja bei GTA 4 sieht, obwohl man eben nur so eine Stadtspielwelt im Prinzip hat, hat man trotzdem es geschafft, noch zwei weitere Add-ons daraus zu machen, zwei weitere Geschichten. Und da hätte man so viel bei GTA 5 noch machen können, ne? Also mehr auf dem Land oder irgendwas. Das ist halt wirklich schade, dass da wirklich der Online-Mode so aufgegangen ist, dass Rockstar sich einfach mal gedacht hat, nö, da fügt man nicht mal ein, weil GTA Online, das macht sich so gut, da kriegen wir so viel Kohle raus, brauchen wir nicht noch ein Add-on für einen Singleplayer anzufügen. Fand ich ein bisschen schade, oder finde ich immer noch ein bisschen schade, weil man ja hier echt sieht, wie geil so ein Add-on sein kann. Ach, und hier ist der Penner, der die Diamanten geholt hat. Ja, da feiert sich, der hat jetzt eine schöne Villa damit gekauft. Aber gut, wenn er von Charakter her cool ist, dann gönne ich es ihm wirklich, dass er die gefunden hat. Mich wundert es eigentlich, dass jetzt Luis dazu nichts mehr gesagt hat jetzt. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er irgendwie, oder dass, ja, dass er irgendwie die Diamanten Tony geben möchte und dann irgendwie in seiner Tasche so rumkramt und, wo sind die? Shit. Aber cool. Coole Sache. Ja, und hier ist nochmal das Hercules. Den Club fand ich tatsächlich besser als Messenet 9. Weil er ging auch viel mehr die Party ab. Das hat man vor allem in der Busstop-Mission gesehen, neben Mission, wie dann auf einmal hier die Party abgegangen ist im Hercules. Bei den ganzen Schwulen. Aber echt ganz cool. Also, alles in allem kann man wirklich sagen, dass DLC habe ich mega gefeiert. Habe mich auch wirklich immer auf den Part gefreut, wie es hier weitergeht. Vor allem auf die Mission von Yusuf habe ich mich immer gefreut. Weil da war wirklich ohne Ende Action drin. Und halt diese Neuheiten, wie jetzt zum Beispiel einen U-Bahn-Waggon und sowas klauen. Also das ist schon echt cool. Auch mit dem News-Panzer fand ich auch wirklich mega geil. Die Mission, also kann man sagen, was man will. The Ballad of Gay Tony. Vielleicht sogar für mich noch ein Stückchen besser als das Hauptgame irgendwie. Aber gut, das ist dann jedem seine Meinung. Ich fand auch die Geschichte mit Nico cool. Ich fand es auch cool, dass wir ihn sehen konnten hier im DLC, im Add-on. Schade, dass wir nicht direkt mit ihm interagiert haben irgendwie mal. Aber ich fand es auch cool, dass wir Roman immer mal gesehen haben. Dieser Typ, ey. Ich bin gespannt, was die beiden noch für eine Rolle in The Lost and Damned bekommen. Ja, wo wir dann Johnny spielen werden. Und hier wird auch der erste Teil heute schon in einer Woche rauskommen. Ach, und das ist die Mission hier, wo ich das Boot zerstören musste. Wo ich so dermaßen gefailt habe. Hat sich das Spiel gemerkt, in welchen Missionen ich besonders gefailt habe? Oder wieso zeigen sie immer diese Sequenzen hier, wo ich, ja, wirklich, wirklich verzweifelt bin. Also nicht bei dem Boot zerstören, sondern einfach nur, weil wir danach noch eins verfolgen mussten und ich es einfach nicht hingekriegt habe, den irgendwie zu killen. Naja, allgemein zu den Sammelmissionen vielleicht noch was. Wir mussten ja 50 Möwen hier töten. Das fand ich tatsächlich wirklich wesentlich angenehmer als die 200 fliegenden Ratten. Weil das ja, also, wer sich das überlegt hat, keine Ahnung. Das können wirklich nur Gestörte gewesen sein. Aber die 50 Möwen, die waren schon sehr angenehm. Und dasselbe müssen wir auch nochmal in The Lost and Damned machen. Schade, dass sie dafür keinen eigenen Sammeltyp gemacht haben, sondern man zweimal einfach dasselbe sammeln muss, aber egal.
Was hatten wir noch? Wir hatten nochmal 15 Base-Jumps. Das fand ich auch echt cool, dass das hier in GTA 4, in GTA ja, 4 The Lost and Damned, The Billet of Ketoni, Mann, was ist denn jetzt los, gemacht wurde. Die Base-Jumps waren wirklich eine coole Idee, genauso auch wie die Triathlons. Also meiner Meinung nach 200% mal oder 200 mal geiler, als wenn man nur schnöde Rennen einbaut. Das mit den Triathlons, das fand ich schon echt cool. Gibt's, glaube ich, in The Lost and Damned auch nicht. Da gibt's wieder Rennen. Motorradrennen. Oh Mann. Ja. Das wird hart. Oh, und hier ist Johnny, oder? Ist das nicht Johnny? Okay. Sehen wir da jetzt vielleicht das Ende sogar von The Lost and Damned nochmal? Also er verlässt ja offenbar Liberty City, oder? Also habe ich jetzt zumindest laut der Sequenz ja angenommen. Und er fliegt ja dann wahrscheinlich nach Los Santos. Weil in GTA 5 ist er ja dann auch wieder am Start. Okay, das ist ganz cool. Also vielleicht ist es ja doch gar nicht mal so schlimm, dass wir jetzt schon The Ballad of Gay Tony gezockt haben und nicht erst, oder nicht, ja, erst nach Lost and Damned. Oh, und hier das Bahama Mamas. Das war auch ein wirklich geil. Also der Club, der hat mir wirklich am meisten von allen gefallen. Weil da hatte verschiedene Tanzflächen. Also der hat wirklich am meisten geboten von allen Clubs. Auch hier runter erstmal zu gehen. Und jetzt, pass auf, Leute, wie das aussah. Geil, oder? Das ist auch wirklich mein Club. Und da hinten geht's noch weiter. Da wird die Kamera wahrscheinlich jetzt nochmal dorthin geführt werden. Ja, und ich habe nochmal in GTA 4 nachgeschaut, ob man da den Messinet 9 Club gesehen hat, aber nein, da war gar nichts davor, also das hat man wirklich nur hier für dieses Add-on reingemacht. Schon ziemlich schade, aber ich finde, wie gesagt, das Thema des Spiels gut. Auch wenn natürlich immer, was jetzt YouTube-Themen betraf, ich habe fast auf jedem Video Copyright, also kann keine Werbung schalten, aber ich meine gut, das gehört zum Spiel, deswegen habe ich das jetzt auch nicht irgendwie überschrieben oder sowas, wie vielleicht andere YouTuber, sondern das gehört einfach zum Spiel dazu. Und da juckt mich ja auch jetzt nicht wirklich, aber das ist halt einfach Atmosphäre, dass in den Clubs auch wirklich die Musik läuft, die ja in The Ballad of Gay Tony dafür vorgesehen ist. Und es ist tatsächlich krass, wie lang hier die Credits gehen. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die relativ kurz gehen, aber vielleicht... Ja, spielt jetzt ja jetzt keine Rolle, ob GTA 4 oder The Ballad of Gay Tony, da werden wahrscheinlich trotzdem genauso viele Entwickler dran gesessen haben, gefühlt. Gut, die Hauptmap war ja fertig, aber die haben ja auch schon einige Abänderungen hier vorgenommen. Ach jo, und hier fliegt Johnny dann davon, oder? Shit, ich habe jetzt gar nicht auf das Flugzeug geschaut. Stand da jetzt irgendwas von Los Santos oder sowas? Aber da es ja jetzt hier das letzte Add-on quasi war, hätte man ja auch damals davon ausgehen können, dass das nächste Game wieder in Los Santos spielt. Ist ja ein klarer Hinweis. The End. Ja, das war's mit dem geilen Spiel und ich bin gespannt, ob ich jetzt die 100% erreicht habe. Ist ja immer so ein Moment, wo ich Angst habe, dass nicht 99... Du hast die Story von The Ballad of Gay Tony abgeschlossen. Und nur 62%, schade. Ja, die Hauptstory ist jetzt abgeschlossen. Du kannst Missionen über das Telefon erneut spielen. Wähle unter Missionen die Missionen, die du erneut spielen willst. Du kannst Missionen so oft wiederholen, wie du willst. Na, das ist natürlich was Schönes. Und Henrika hat uns geschrieben. Das glaubst du nie, Alter. Nus hat diese beschissenen Panzerteile. Ruf an, wenn ich eins vorbeibringen soll. Achso, von ihm können wir jetzt auch einen Panzer besorgen. Geile Sache. Und jetzt kommt der Moment, Leute. Jawohl, 100%. So muss das sein. Ja, die Belohnungen für 100% sind natürlich, ja, billig. Es gibt eigentlich keine, außer dass unsere Munitionsgrenze aufgehoben wird. Das heißt, wir können jetzt einfach nur beim Ammunition so viel Munition kaufen, wie wir wollen. Also, es ist halt einfach weg.
Kannst du vergessen, aber es geht mir ja wirklich nur darum, die 100% dort stehen zu haben. Und vielleicht nochmal kurz, ich weiß gar nicht, ob das ja auch steht wie in GTA 4. Anzahl der Cheat-Vorgänge 0. Na, ist ja auch immer ganz wichtig, damit ihr wisst. 0 Cheat-Vorgänge hat der liebe Beschix benutzt für die 100%. Und Yusuf hat uns auch nochmal geschrieben. Kumpel, der Bussard steht auf dem West River Helipad für dich bereit. Wenn du ihn brauchst, was mir gehört, gehört auch dir. Legen wir los, Yusuf. Oh, geil. Ist es ja gleich in der Nähe? Ja, komm. Dann machen wir doch jetzt nochmal hin. Ja, komm, Cop, geh aus dem Weg. Das müsste ja dann wahrscheinlich der goldene Bussard sein, oder? Den wir jetzt nochmal fliegen können. Das will ich jetzt nochmal prüfen. Ja, tatsächlich, geil. Der goldene Bussard steht uns zur Verfügung. Auch ein, also ein wirklich geiles Geschoss. Allgemein bei den Helis, da wollten sie ein bisschen Special-Zeug hier machen, hatte ich den Eindruck. Ah, ist das nicht geil, das Teil. Yusufs Bussard steht dir jetzt bei Bedarf am Helipad zur Verfügung. Geil, hier mit den Raketen, na, das habe ich so gefeiert. Da haben sie wirklich was Geiles eingefügt. Ja, Leute, es gibt noch mal eine Folge. Moment, ich steig mal aus, weil das könnte jetzt wirklich ein bisschen zu laut sein. So. Shit. Das wäre jetzt natürlich geil gewesen, wäre ich nochmal verreckt. Ja, Leute, es gibt noch mal eine Folge, natürlich mit den Statistiken, wie ihr es gewohnt seid. Und dann geht es auch schon weiter mit GTA The Lost and Damned. Ich hoffe, euch hat The Ballad of Gay Tony extrem gut gefallen. So gut wie mir. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr bei diesem Projekt am Start gewesen seid. Vielen Dank auch für eure ganzen Kommentare, für eure ganzen Likes unter oder auf den Videos. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und es freut mich natürlich auch extrem, wenn ihr dann bei The Lost and Damned auch am Start seid. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, euer Beschix.